Kommission. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben es heute schon mehrmals gehört, der Teilhabebericht umfasst über 500 Seiten. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass so der Bericht so umfangreich ist, weil es über gelungene, gute Teilhabe geht und Inklusion darin steht, oder ist der Handlungsbedarf noch so groß? Der Bericht spiegelt sicher beide Seiten wider. Und ich glaube allerdings auch, dass wir in den letzten Jahrzehnten viel dazugelernt haben und wir haben natürlich auch viel erreicht. Wir haben Menschen eine verbesserte und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, alleine durch das Behindertengleichstellungsgesetz und das neue Bundesteilhabegesetz. Ich glaube, zwei wichtige Maßnahmen, die wir hier auf den Weg gebracht haben, und der nationale Aktionsplan 2.0 gibt uns zukünftig noch einiges zu tun. Das Bundesteilhabegesetz ist entstanden durch Mitwirkung und wirklich gute Gespräche mit ganz vielen Betroffenen, mit Organisationen, mit Vereinen und Verbänden. Ich glaube, dass das miteinander zu sprechen und als nur übereinander der richtige Weg ist. Und trotzdem gestatten Sie mir an dieser Stelle noch mal eine Einschränkung, auf die wir auch noch einmal achten müssen. Wir hatten kürzlich hier die Möglichkeit, gemeinsam, weil der LVR hier zu Gast war, also der Landschaftsverband Rheinland, denn dort mit den Kollegen, Frau Rüffre war dort, Uwe Schummer, Hubert Hüppe, um einfach dort noch mal zu sprechen, nicht nur über die Menschen, sondern auch mit den Menschen. Und dort stand dann eine Frau auf mit Behinderung, die dann auf einmal sagte, dieses Gesetz macht mir Angst. Weil bei den vielen Gesprächen, die ich auch mitbekommen habe, wir natürlich immer aufpassen müssen, wie reden wir denn mit den Menschen, auch wenn wir mit ihnen über ein Gesetzesvorhaben reden. Und bei manchen entsteht auch so etwas, boah, jetzt ändert sich was und jetzt bekomme ich Angst. Also ist es auch immer wieder ganz schwierig, wie wir diese Prozesse angehen und wie wir auch zukünftig mit den Menschen mit Behinderungen darüber reden, was wir mit ihnen per Gesetz auch vorhaben. Ich finde, das ist noch mal auch ein ganz wichtiger Hinweis. Das würde mir auch Angst machen, wenn mir jemand sagen würde, was Sie mit einem Gesetz... War das eine Zwischenfrage jetzt, oder? Gut, da können wir dann vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, Frau Rüffer. Das Zweite, worauf ich ganz gerne noch einmal eingehen möchte, bei einer anderen Gelegenheit, und wir haben natürlich alle, auch die Kollegen und Kolleginnen, viele Gespräche geführt, auch vor Ort. Wir waren in vielen Einrichtungen, wir haben mit vielen Menschen gesprochen und da ich selbst viele Jahre beim LVR auch tätig bin, auch mit Menschen mit Behinderung. Ich war bei einer Einrichtung Arche, eine kleine Wohngruppe, die wir in Essen haben, und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir auch davon nicht nur von den großen Einrichtungen reden, sondern auch mal was Positives sagen. Ich habe dort einen jungen Mann kennengelernt, der gerade von zu Hause wegkam, von der Familie und von der Mutter, die ihn bisher versorgte, und er war jetzt bei der Arche. Bei meinem ersten Besuch saß er ganz verschüchtert, ganz traumatisch in der Ecke, sprach nicht mit mir, ich konnte ihn ruhig ansprechen, was ich dann auch sehr schnell habe sein lassen. Und jetzt gab es 15+1 Jahre die Arche-Wohngemeinschaft in Essen an einem Sonntagnachmittag. Ich komme in einen großen Saal, ökumenischer Gottesdienst, kommt mir der junge Mann entgegen, Hut auf, fröhlich rumlaufend an der Stelle. Ich habe mich dann noch mal gefreut darüber, habe ihm das auch gesagt. Er stand auf, super, mich umarmt, vollkommen in der Gemeinschaft angekommen. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir immer wieder gucken, auch bei solchen Teilhabeberichten, nicht nur über die schlechten Dinge zu reden, sondern auch über das Gute, was wir erreichen, mit vielen Möglichkeiten, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, die wir auch in der Behindertenpolitik auch angehen, mit Vielfältigkeit. Denn jeder Mensch mit Beeinträchtigungen ist anders. Sie sind nicht alle gleich. Jeder Mensch ist ein Individuum, so wie wir alle unterschiedlich sind, so sind es eben halt auch die Menschen mit Behinderung. Und deswegen lassen Sie mich auch noch mal auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen. Bildung war die Rede. Wenn ich mir die Regelschulen heute ansehe, und ich komme nun mal aus dem wunderschönen Land Nordrhein-Westfalen, ich komme aus der wunderschönen Kulturhauptstadt Essen, und ich sehe mir hier unsere Regelschulen an in Nordrhein-Westfalen.
Dann sage ich Ihnen, die Grundschulen haben 28 Schüler. Wenn sie inklusiv sind, haben sie 25 Schüler. Sie haben keine Raumkonzeptionen, die danach ausgerichtet sind, Schüler und Schülerinnen denn dann inklusiv zu beschäftigen. Sie haben die Förderlehrer nicht, um die Kinder denn dann inklusiv zu beschäftigen. Aber wir stellen den Kindern, wir stellen die Förderschulen, schränken wir ein, um Kinder in nicht gut ausgestattete Schulen, denn dann Regelschulen zu schicken und sie auch die Lehrer noch zu überfrachten, die Eltern zum Teil nicht mitzunehmen an der Stelle. Das ist für mich keine Bildungspolitik, die auch Inklusion wirklich beinhaltet. Und das sollten wir verdammt noch mal an der Stelle wirklich ändern, weil es mich aufregt, weil wir so tun, als hätten wir an dieser Stelle schon unser Bestes erreicht. Nein, das haben wir nicht. Wir schaden den Kindern, wir schaden der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Anspruch der Inklusion. Ein weiterer Punkt, den will ich auch noch mal einmal ganz gerne nennen, der betrifft nämlich die Werkstätten, weil immer wieder gesagt wird, und da bin ich wieder bei dem einzelnen Menschen mit Behinderungen, weil wir immer so tun, als könnten wir denn alle Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen. Ich glaube das nicht. Und wer jemals in einer Werkstatt für Behinderte war, die nicht außerhalb ist, die nicht draußen sind, denn die meisten Werkstätten sind in den Städten. Sie sind nicht weit draußen. Sie sind da, wo andere Menschen auch sind. Und wenn wir das dann eben halt sehen, wie die Menschen dort morgens auch zum Teil, ja, sehr einfache Arbeiten erledigen, aber diese Arbeiten mit einer Freude zum Teil erledigen. Sie gehen dorthin, sie gehen sogar dorthin, wenn sie nicht mehr dem Arbeitsmarkt direkt zur Verfügung stehen würden, sondern sie im Rentenalter sind, weil sie morgens nach abgeholt werden zu Hause, weil sie Teilhabe haben und weil sie dann dort auch mitwirken können im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das Nächste, was ich ganz gerne, und gestatten Sie mir da auch noch mal einen Blick darauf, was ich als ganz wichtig ansehe, was wir auch zukünftig noch einmal wirklich überdenken sollen. Wir reden immer über ganz viel Assistenzleistungen. Wir reden darüber, dass wir im gesundheitlichen Bereich den Menschen helfen müssen und für die Menschen sorgen. Wir reden über die Pflege, die in Krankenhäusern denn dann noch mal zusätzlich über individuelle Leistungen noch gebracht werden. Mir wäre ein Ansatz sehr viel lieber, wenn wir sehr viel stringenter darüber nachdenken würden, wie wir denn dann in den Ausbildungen der Kindererzieherinnen, in den Ausbildungen der Pfleger und Pflegerinnen darüber nachdenken, den inklusiven Gedanken dort schon mit hineinzunehmen. Das haben wir nicht. Also es gehört in die Ausbildung letztendlich mit hinein und es gehört genauso ins Studium der Ärzteschaft mit hinein, damit ich nämlich dort nicht erst sehen muss, dass ich einen Arzt finde für die Menschen mit Behinderungen, der sich damit auskennt, sondern dass ich eine große allgemeine Breite hinbekomme im gesundheitlichen Bereich, dass Ärzte auch dort direkt wissen, wie sie mit Menschen mit Behinderungen umgehen sollen. Ich glaube, das wäre noch etwas, was wir dringend benötigen würden, damit auch wirklich das erkannt wird, wie geht man denn mit Menschen um und letztendlich auch die Behinderung erkannt wird. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir alle erkannt haben, dass wir einen kleinen Schritt oder einen größeren Schritt gemacht haben in den vergangenen Jahren, auch in den vergangenen 4 Jahren und hoffe darauf, dass auch in der nächsten Wahlperiode und weiß das von der CDU-CSU-Fraktion, dass wir uns diesem Thema weiterhin sehr stringent nähern werden und sehr darauf achten werden, dass es jedem Menschen mit Behinderung in Deutschland nicht nur gut geht, sondern dass er auch teilhaben kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Eckenbach. Jetzt hat als letzte Rednerin in dieser Aussprache das Wort Frau Kerstin Tack von der